Sollte es mal krisiger in Deutschland werden, solltest du unbedingt die folgenden 4 Ratschläge berücksichtigen. Nummer 1. Nehme keine Verbraucherkredite mehr auf, denn wenn ein Arbeitgeber ins Straucheln gerät, könnte es auch dich treffen. Tipp Nummer 2. Halte mindestens 2 bis 3 Monate deine Lebenshaltungskosten in bar vor. Denn wenn es deine Bank erwischt oder die Stromversorgung, wirst du kein Geld mehr aus dem Automaten bekommen. Top 3. Der Dollar ist als absolute Krisenwährung bekannt. Sollte es Probleme mit Bargeld geben, dann macht es absolut Sinn, vielleicht doch 1000 US-Dollar in bar vorzuhalten. Viertens, triff deine Entscheidungen rational und nicht emotional. Bau dir heute schon deine Krisenstrategien auf und du bist top vorbereitet, wenn es denn dumm laufen sollte. Aber hoffen wir mal alle, dass es nie so weit kommt.